Ja, die erste Frage möchte ich eigentlich an Sie alle drei bitten, verbunden mit der Bitte um eine kurze, assoziative Antwort. Wie oft sind Sie dann im jeweilig anderen Bundesland unterwegs, etwa um Freizeitaktivitäten zu machen, kulturelle Veranstaltungen zu besuchen? Nutzen Sie diese Möglichkeiten dieser beiden eng beieinander liegenden Bundesländer? Katrin Lomscher vielleicht. Also ich bin erfreulicherweise beruflich häufiger in Brandenburg. Freizeit hat man ja nicht so viel in dem Job. Aber ich weiß, dass viele Bekannte und Freunde verbringen sehr oft Wochenenden in Brandenburg. Und meine Eltern hatten da früher auch ein Wochenendhaus. Also es ist schon so, der Berliner hält die Stadt nur aus, wenn er ab und zu auch mal aufs Land kann. Frau Schneider. Ja, ich bin täglich sozusagen zwischen Berlin und Brandenburg unterwegs. In Brandenburg dienstlich bedingt sehr oft und sehr viel. Und da ich neben dem Brandenburger Stammhaus eine Berliner Stadtwohnung habe und das ganz weite Pendeln so ein bisschen scheue und die deswegen auch nutze, bin ich sozusagen täglich in Berlin und in Brandenburg. Ich kann mich anschließen, täglich, teilweise sogar mehrfach. Ich gehöre auch zu den Einpendlern nach Berlin, da ich allerdings eben auch als Repräsentantin eines Zwei-Länder-Verbandes jeweils in diesen beiden Bundesländern beruflich täglich unterwegs bin, kann ich das idealerweise miteinander verbinden. Und ich sage mal, was die Freizeitaktivitäten anbelangt, das hält sich bei mir ehrlich gesagt auch in Grenzen. Katrin Lomscher hat auch eben schon gesagt, das wird auch völlig überbewertet. Aber super, dann haben wir hier ein sehr kompetentes Podium mit Leuten, die wirklich diese Verknüpfung der beiden Länder schon sehr, sehr gut leben. Katrin Lomscher, was hat sich denn aus Ihrer Sicht in der Hauptstadtregion in den vergangenen Jahren verändert? Welcher Wandel ist für Berlinerinnen und Berliner, aber auch für die Verwaltung in beiden Ländern, für die Bezirke, für die Kommunen, aber natürlich auch für die Landesverwaltung spürbar? Und welche Konsequenzen haben Sie daraus gezogen mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen? Darüber könnte man jetzt einen Vortrag halten, aber das soll ich nicht machen. Also ich sag mal, wir hatten ja Anfang der 90er, gab es ja eine sehr euphorische Aufbruchphase und alle dachten, es wären jetzt hier sofort 6 Millionen Leute und alle planten wie verrückt in Berlin und in Brandenburg und zwar jeder für sich. Ne, das hat sich zum Glück seit 1996 etwas geändert. Seit diesem Zeitpunkt haben wir eine gemeinsame Landesplanung und seit diesem Zeitpunkt gibt es auch eine abgestimmte integrierte Entwicklungsplanung. Zwischenzeitlich war die Entwicklung sozusagen eher stagnierend, mitunter auch rückläufig. Wir erleben seit 5 Jahren mindestens, schon ein bisschen länger, eine anhaltende Wachstumsdynamik, die eben nicht nur Berlin betrifft, sondern auch Brandenburger Kommunen und Regionen. Und diese Verflechtungen zwischen beiden Bereichen werden tatsächlich stärker. Die Pendlerzahlen haben stark zugenommen. Wir haben inzwischen viel bessere Verkehrsverbindungen. Wir haben kommunale Kooperationsstrukturen, um auch in den Nachbarschaften sich eng abzustimmen. Also ich glaube, da ist schon eine Menge gewachsen, was nicht bedeutet, dass es ausreichend wäre. Mhm. Frau Kern, Ihr Verband trägt Berlin-Brandenburg im Namen. Wie länderübergreifend wird denn bei Ihnen gearbeitet? Gibt es Brandenburger Wohnungsbauunternehmen, die in Berlin bauen beispielsweise, oder gibt es Arbeitsgruppen, die sich länderübergreifend mit den zentralen Herausforderungen befassen? Also das Brandenburger Wohnungsunternehmen in Berlin bauen, das ist eigentlich der einzige Ausnahmetatbestand, den wir nicht erfüllen. Umgekehrt findet das statt, also dass durchaus Wohnungsgenossenschaften und im Einzelfall auch kommunale Gesellschaften aus Berlin in Brandenburg bauen. Das ist der Fall. Und ansonsten agieren wir sehr länderübergreifend. Wir haben diverse Arbeitsgruppen, die sich mit länderübergreifenden Themen auseinandersetzen. Darüber hinaus natürlich auch mit Themen, die gleichermaßen die Berliner wie auch die Brandenburger Wohnungsunternehmen betreffen. Wir haben zum Beispiel im Sommer eine Studie Wende der Energiewende verabschiedet und herausgegeben. Da geht es um Klimaschutz. Das macht ja logischerweise an den Stadtgrenzen nicht Halt. Wir werden jetzt Ende des Jahres beziehungsweise Anfang nächsten Jahres eine Studie herausgeben, die wir beauftragt haben, wo es um Elektromobilität geht, sowohl in Berlin als auch in Brandenburg. Da sind sicher die Voraussetzungen unterschiedlich, aber das Thema interessiert unsere Mitgliedsunternehmen gleichermaßen. Und unser Aufsichtsrat ist auch nach Proporz Berlin, Brandenburg, Genossenschaften, Gesellschaften groß-klein besetzt.
Ja, vielen Dank. Das ist sehr spannend. Frau Schneider, welche Herausforderungen sehen Sie denn für die Regionen aus Ihrer Brandenburger Perspektive? Und welche Maßnahmen müssen Ihrer Meinung nach in Bezug auf die gemeinsame Planung für beide Länder auf den Weg gebracht werden? Wir sind eigentlich jetzt gerade in einer sehr komfortablen Zeit. Wir sind wirtschaftlich sehr gut aufgestellt, sowohl Berlin als auch Brandenburg. Und haben eine ganze Reihe von Wachstumsschmerzen hier in der Region. Also es brummt jetzt richtig. Berlin wird jetzt langsam zu der Lokomotive, die sie schon immer sein sollte und sein wollte. Das hat zu Anfang der 90er jetzt noch nicht so gut geklappt. Aber jetzt funktioniert das und man spürt das. Man spürt den Druck an allen Stellen, gerade auch auf den Wohnungsmärkten. Und das, was wir gemeinsam wollen, ist natürlich, dass wir das Positive, was wir aus der gemeinsamen Planungszeit auch uns erarbeitet haben, trotz dieses Drucks halten. Das ist der sogenannte Siedlungsstern, den alle Planer kennen, die sich von der Planungsgruppe Potsdam Anfang der 90er angefangen bis jetzt zusammen mit der Planung Berlin-Brandenburg beschäftigen. Wir haben ja das Glück, dass wir nicht wachsen wie das Michelin-Männchen mit jedem immer so mit Ringen, sondern schön so an den Schienenachsen, an den Verkehrsachsen. Das haben wir uns aufgegeben. Das war so die erste Idee. Und das müssen wir jetzt natürlich halten. Und wenn wir das halten wollen und wenn wir Flächen halt nicht immer sofort überall akquirieren können, aus welchen Gründen auch immer, dann heißt das, dass wir in die Tiefe gehen müssen. Und bei uns heißt das Sprung in die zweite Reihe. Und ich denke, das ist eine gute Kombination, Landesentwicklung, Stadtentwicklung und Mobilität zu verbinden. Das funktioniert natürlich nur, wenn man gute Mobilitätsangebote hat. Aber so alles bis einer Stunde, die Städte, die wir haben, haben eben noch eine ganze Reihe von Potenzialen, die wir im gemeinsamen Geben und Nehmen durchaus nutzen können. Also ich komme heute von Luckenwalde, 40 Minuten. Ne? Also ich bin da, glaube ich, 16, 12 losgefahren, war 17 Uhr. In Friedrichstraße, das muss man von Arnsfelde oder Spandau mal versuchen. Also das ist, Spandau geht noch, aber das ist halt eine Geschichte, wenn man so quer durch Berlin fährt, ne, dann ist eine Stunde schnell weg und man vergisst manchmal, wie schnell eigentlich auch so ein Regionalexpress so unterwegs sein kann. Luckenwalde wäre dann diese zweite Reihe. Ja, das auch. Wir haben jede Menge zweite Reihe. Ne? Also das ist eine ganze Menge an Städten, die man da nennen kann. Unsere ganzen Walde ist Fürstenwalde, Eberswalde, aber Lübbenau gehört auch dazu. Und wir haben natürlich auch, ich gucke jetzt gerade mal auf Andreas Igel hier, ne? Also Ludwigsfelde, das sind alles Städte, auch hier natürlich in den Achsen, wo wir gemeinsam dafür sorgen sollten, dass wir dieses auch als gemeinsamen Planungs- und Siedlungsraum wirklich, wirklich anerkennen. Und wir tun das auch, wir vielleicht noch eins sagen zu der Zeit, zu Anfang der gemeinsamen Landesplanungsabteilung, die habe ich zwar ein bisschen weiter weg von Cottbus aus erlebt, aber doch schon erlebt, da war so eher, zu Anfang war das so eher das gegenseitig aufeinander aufpassen, dass der andere nichts falsch macht und möglichst sofort zuhauen, wenn man auch nur die Idee hatte, dass entweder die Brandenburger etwa irgendwo bauen wollen, wo sie nicht sollten, oder dass die Berliner immer alles dürfen. Also das war die Geschichte, die wir da hatten. Und dieses gegenseitig doch so ein bisschen belauern, aufeinander aufpassen, ist doch jetzt wirklich über die Jahre einer sehr guten, konstruktiven Zusammenarbeit gewichen. Es wird jetzt nicht mehr anhand der Köpfe in der gemeinsamen Landesplanung geguckt, ist das jetzt auf der Berliner oder auf der Brandenburger Gehaltsliste. Also da ist wirklich ein sehr gutes Arbeitsklima eingezogen. Mhm. Katrin Lomscher, das Stichwort des Siedlungssternes wurde genannt. Was kann denn Berlin dazu beitragen, diese Hardware entstehen zu lassen? Was ist Ihre Vision für die Großstadtregion im Jahr 2030, auch in räumlich-verkehrlicher Hinsicht auf der einen Seite, aber dann auch, welche Software braucht das, welche Kooperationsstrukturen, wie kann man das vielleicht noch ein bisschen ausführen, was Frau Schneider gerade schon angerissen hat? Naja, manchmal hilft ja ein Blick zurück, wenn man nach vorne schauen will. Und wir können mal feststellen, dass die Eisenbahninfrastruktur, die heute noch das Grundgerüst des Siedlungssterns bietet, natürlich seinerzeit
früher da war und leistungsfähiger war als die Siedlungsentwicklung. Das heißt, wir haben heute eine umgekehrte Entwicklung. Das heißt, dass wir uns ganz offensichtlich also stärker gemeinsam daran machen müssen, die Partner, die wir brauchen, weil wir können es nicht alleine, wir brauchen den Bund, wir brauchen die Bahn, um diese Verkehrsinfrastruktur weiterzuentwickeln und dann auf den Trassen, so sie da sind, dann auch was fahren zu lassen, wo Leute auch mitfahren wollen. Das ist ja dann auch noch eine besondere Herausforderung. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir brauchen zusätzliche Vernetzungsangebote, weil klar ist, dass wir die Hardware sozusagen nicht so schnell werden entwickeln können, wie wir trotzdem den Druck haben, Angebote zu machen. Das ist eine spannende Frage. Das heißt, wir brauchen auch Konzepte, die sozusagen in den Lebenswelten, ist ja hier so schön gesagt worden, das Wort der Lebensräume ist ja vorgekommen, also überall lebenswerte Orte, Gemeinde, Stadtteilen zu haben, die Bahnhofsumfelder zu entwickeln, hocherschlossene Gebiete auch besser baulich auszunutzen, also da auch Transformationen anzuregen und den Druck, den wir haben, eben in geordnete Bahnen zu lenken. Das ist die große Herausforderung, die wir hier miteinander haben. Und im Unterschied zu Nordrhein-Westfalen, wo sozusagen eine Landesregierung sich dann schöne Sachen ausdenkt, damit die Kommunen miteinander kooperieren, müssen wir natürlich hier dafür sorgen, dass wir erstmal in den Landesregierungen einen Konsens darüber herstellen, wie wir gemeinsam rangehen wollen an die Dinge und wie wir dann sowohl die Berliner Bezirke als auch die Brandenburger Gemeinden und Landkreise sozusagen mit einbinden können in so eine Entwicklung, weil ohne die Kommunen, ohne die Bezirke funktioniert sowas natürlich nicht. Frau Kern, aus Sicht der Wohnungswirtschaft, haben wir da schon ausreichend Akteure im Boot oder wen würden Sie da gerne noch stärker integrieren? Also ich denke schon, die beiden Hauptakteurinnen sitzen hier auch neben mir, Frau Schneider und Frau Lomscher als die jeweils Zuständigen für die Wohnungswirtschaft. Also es müsste für Verkehr sicherlich noch Frau Günther hier mit auf das Podium, aber da sind wir auch schon in Gesprächen. Und wichtig ist ja da eben auch, also wir haben wirklich eben das, was auch für Nordrhein-Westfalen von Ihnen vorgestellt worden ist, ja eine ähnliche Situation in Brandenburg und in Berlin, dass wir einen Wachstumskern haben, dann mit dem Speckgürtel sozusagen auch einen Speckwürfelgürtel, also wo Wachstum stattfindet, aber auch teilweise etwas Schrumpfung und dann den äußeren Entwicklungsraum, wo wir nach wie vor eben Schrumpfung haben, auch gerade im Wohnungsmarkt, also steigende Leerstände aufgrund der demografischen Entwicklung, auch Rückgang in der Bevölkerung. Und es geht jetzt eben letztendlich darum, dieses Wachstum, was wir in Berlin und im Umland haben, besser zu verteilen. Und da spielt natürlich dann eben die Anbindung über die technische Infrastruktur und über ÖPNV eine große Rolle. Und da sind wir auch, denke ich, intensiv schon im Gespräch. Und in den einzelnen Orten muss dann sicherlich auch noch zusätzlich die Möglichkeit geschaffen werden, mehr Park-and-Ride-Plätze zu schaffen für Elektroautos, für Fahrräder und Sonstiges, um entsprechend dann die Verkehrsströme besser zu leiten. Frau Schneider, wenn wir jetzt noch mal in den Raum gucken, welche räumlichen Schwerpunkte sehen Sie und wo gibt es da vielleicht auch noch mal räumlich Schnittstellen mit Berlin? Wenn man nach Berlin guckt, gibt es ja viele neue Stadtquartiere, die im Nordosten der Stadt angeschoben werden. Im Umland ist vor allem das äußerst attraktive Potsdam immer wieder so ein Fokusgebiet. Sehen Sie weitere Wachstumszonen und gibt es vielleicht da auch länderübergreifende Bereiche, wo solche Projekte mit einer entsprechenden Verkehrsanbindung jetzt ganz konkret schon flankiert werden? Ja, ich will vielleicht mal mit drei verschiedenen Räumen oder Achsen antworten. Einmal haben wir natürlich auch die europäischen Achsen, die wir nicht vergessen dürfen. Wir sind ja nicht alleine auf der Welt, trotzdem wir in Berlin und Brandenburg uns ja immer schön auch mit uns beschäftigen. Aber wir sind ja eingebunden in den größeren Raum in Europa und haben jetzt hier drei sogenannte transeuropäische Korridore, die unsere Region durchkreuzen. Wir waren vor nicht allzu langer Zeit hier mal eine Sackgasse, was Europa angeht. Das ist für die Wirtschaftsentwicklung nicht so gut. Und wir sind jetzt sehr froh, dass wir es auch mit der gemeinsamen Landesplanung geschafft haben, dort in Brüssel entsprechend Gehör zu finden und eben auf diesen Karten anders vorkommen. Das ist positiv für die gesamte Logistikwirtschaft, das ist aber auch positiv für andere Ansiedlungen hier im Raum. Und da leiten wir jetzt auch so Entwicklungsachsen ab wie Berlin-Hamburg, Berlin-Stettin,
Berlin, Dresden, unten die Schlesische Magistrale, von dem Leipziger Raum aus über die Lausitz bis rüber nach Breslau. Und auch das sind Achsen, die natürlich dann wieder über Mobilität und so weiter auch so Entwicklungsschwerpunkte hervorbringen. Ich will mal einen nennen, die so ein bisschen ganz weit jetzt von Berlin weg ist. Das ist die in der Lausitz. Die wird eine Elektrifizierungslücke an der polnischen Grenze geschlossen, unten in der Lausitz. Was dazu führt, dass die Seehafen-Hinterlandverkehre von Hamburg einen ganz anderen Weg nehmen und plötzlich dort unten ankommen. Na, weil das jetzt eine leistungsfähige Wirtschaftstrasse ist, was sofort Logistiker auf den Plan bringt, die sich da ansiedeln. Ne? Also das sind auch wichtige Themen für uns. Das zweite hatte ich schon genannt, Wachstum insgesamt der Landtragen, Städte der zweiten Reihe, auch dort haben wir die entsprechenden Potenziale. Und hier im Siedlungsstern natürlich auch. Wir haben die vorhandenen Achsen des Siedlungssterns, die auch weiterentwickelt werden müssen. Wir haben im Entwurf jetzt, im zweiten Entwurf des Landesentwicklungsplans, zwei neue Siedlungsachsen, also neue Sternarme. Das ist einmal nach Wandlitz hoch, dann einmal nach Werneuchen hoch. Da muss man sich natürlich jetzt angucken, was heißt das für die grenzüberschreitende Entwicklung. Es sind vergleichsweise kleine Gemeinden, die da betroffen sind. Die wollen wir gerne unterstützen in dieser Entwicklung. Und wir haben natürlich auch andere Stadtbereiche, die man sich angucken kann. Die Kolleginnen und Kollegen, die im Kommunalen Nachbarschaftsforum unterwegs sind, könnten jetzt natürlich einiges erzählen hier, was das heißt. Ich glaube, wir müssen uns auch diese unmittelbaren Land-Land-Übergänge, also Berlin-Brandenburg-Übergänge, nochmal genau angucken, was wir auch teilweise tun, welche Wohnungspotenziale sollen in Berlin jetzt das Licht der Welt erblicken. Was heißt das auf der anderen Seite der Landesgrenze, also was heißt das für Brandenburg und was heißt das zum Schluss natürlich auch gleich wieder für die Mobilitätsverbindung, die wir haben auf der Schiene, aber natürlich auch auf der Straße. Ist so ein Projekt wie dieser Lückenschluss dann da in der Lausitz auch so ein Ansatz, mit dem Sie sagen könnten, da kann man diese unterschiedlichen Dynamiken ausgleichen, auch in solchen Bereichen Arbeitsplätze schaffen, Regionen, die vielleicht im Moment so ein bisschen als abgehängt gelten, stärker mit Leben füllen? Ja, sicher, das machen wir ja. Also Berlin-Stettin, wir haben gekämpft wie die Löwen um zweigleisigen elektrifizierten Ausbau der Bahnstrecke. Der Bund hat in seinem Bundesverkehrswegeplan eingleisig elektrifiziert, hat gesagt, es reicht, da fährt ja keiner. Ja, kann ja nicht. Und das ist das Problem, was wir hatten. Und insofern bin ich sehr froh, dass in dem Fall mit Regine Günther zusammen wir uns wirklich untergehakt haben. Ich meine, wir brauchten schon die Regierenden dazu, ne? Also auch Michael Müller, Dietmar Woidke, und die gesagt haben, ja, okay, dann lasst uns dort massiv reingehen, auch mit viel Geld, um diese Planung, den Hebel umzuschmeißen und zu sagen, zweigleisig elektrifiziert, was anderes kann es zwischen Metropolen überhaupt nicht geben. Mhm. Es ist sehr kurzsichtig. Die Berlin, das ist die nächstgrößere Stadt, ne? Stettin, mit 450.000 Einwohnern, ja? Weit und breit sowas hier nicht so zu sehen. Und insofern, das nicht in den Blick zu nehmen, auch auf der Bundesebene, ist eben wirklich schwierig. Das sind die Potenziale, die wir haben und die wir natürlich für unsere Gesamtregion auch nutzen wollen. Frau Kern, ich möchte noch mal auf die Wohnungsbauangebote direkt auch im Umland und in Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg zu sprechen kommen. Wie kann sichergestellt werden, dass die richtigen Angebote errichtet werden auf beiden Seiten der Landesgrenze, die Angebote, die die Berlinerinnen und Berliner, die Brandenburgerinnen und Brandenburger brauchen, gerade zum Beispiel, wenn es um bezahlbares Wohnen geht? Also im Grundsatz stehen unsere Unternehmen ja sowieso für die bezahlbare Wohnen. Also wir sind ja Vertreter der sozialen Wohnungswirtschaft und haben in Berlin und Brandenburg 1,1 Millionen Wohnungen. Also das ist erstmal im Grundsatz die Basis für das, was wir auch machen. Und wenn es darum geht, welche Wohnungsangebote müssen geschaffen werden oder welche sind vorhanden, das muss man erstmal schon sagen, wir sind ja im Wesentlichen erstmal Bestandshalter, dann entscheiden das die Wohnungsunternehmen in den jeweiligen Standorten, ja, dass sie da eine gute Durchmischung haben, das ist uns sehr wichtig. Also sowohl Wohnungen für kleine Haushalte als auch für große Haushalte, für kinderreiche und weniger kinderreiche und entsprechende Angebote dann auch in der Nähe haben. Das umfasst letztendlich natürlich auch, dass ich dann die soziale Infrastruktur habe. Wenn ich jetzt in den Bereich Neubau reingehe, dann ist es wichtig, dass wenn ich einen neuen Standort erschließe, neu sozusagen aufmache, dann muss ich natürlich auch die soziale Infrastruktur, Schulen, Kitas, Ärzte und die verkehrliche Infrastruktur auch sicherstellen. Dass das vernünftig miteinander abgewogen, entschieden wird, das ist natürlich dann das Zusammenspiel auch
auch mehrere. Und es ist dabei eben auch ganz besonders wichtig und liegt uns auch am Herzen, dass dieser Wohnraum, der dann zur Verfügung steht und gestellt wird, auch immer bezahlbar ist. Und die Mischung sowohl in Berlin als auch in Brandenburg jeweils hergestellt wird. Ja, vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Ich möchte jetzt die Diskussion ins Publikum öffnen und jeweils zwei Personen in zwei Runden hier zu uns nach vorne aufs Podium bitten. Mein Kollege Luca wird, aber hier ist ein Herr, der sich schon mal meldet. Gibt es noch eine weitere Person, die gerne eine Frage stellen möchte? Ja, dann kommen Sie. Ich möchte Sie, genau danach. Bitte nehmen Sie Platz. Und ich möchte Sie um kurze Fragen bitten, sodass wir Zeit für Antworten haben. Vielleicht fangen Sie direkt an. Ich kann das gerne halten hier. Ja, meine Damen und Herren, die Brandenburg ist sehr groß und ist sehr dünn besiedelt. Berlin ist sehr groß an Menschen. Und wir haben ländliche Räume, die stark ausgeräumt sind, durch intensive konventionelle landwirtschaftliche Nutzung eine schwindende Biodiversität haben. Und dabei gibt es große Nachfrage in Berlin an Bioprodukten, die aus Italien oder sonst wo befriedigt werden. Die Menschen fliegen weit weg in den Urlaub und die Dörfer, da wohnten mal mehr Menschen als heute und viele Siedlungen sind halb brach gefallen. Die Frage ist, wie werden diese nachhaltig zukunftsfähigen Entwicklungspotenziale in der gemeinsamen Landesplanung berücksichtigt und gefördert? Ja, vielen Dank. Frau Lomscher, Frau Schneider, da können Sie bestimmt darauf antworten. Ja, mit dem gemeinsamen Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg. Das sind das Grundprinzip, das ist ja das Gerüst, das Grundstrukturgerüst der Landesentwicklung. Michael von der Mühlen hat es dargestellt, was so ein Landesentwicklungsplan kann und soll. Natürlich nicht auf der Grundstücksebene, aber vom Grunde her sagt er ja, wo soll gebaut werden und wo nicht. Ne? Und wie kriegen wir diese Strukturen rüber? Wir haben den Siedlungsstern, den wir halten wollen. Das heißt gleichzeitig, wir konzentrieren die Siedlung an den Bahnstrecken. Und dazwischen gibt es ja auch Siedlungen. Die sollen, der Kollege Bürgermeister hat vorhin gesagt, ich bin das Grüne, als hier eine Karte dran war. Die dürfen sich auch entwickeln, keine Frage, im Rahmen ihrer Eigenentwicklung. Und weil wir merken, dass es hier natürlich brummt im Moment, haben wir in dem zweiten Entwurf diese Eigenentwicklungsoption verdoppelt. Also das ist, wir reagieren da schon drauf. Dann unsere zentralen Orte. Das ist das, was ich vorhin kurz skizziert habe mit Städte der zweiten Reihe, aber auch die anderen Orte. Unsere Mittelzentren, wo wir Siedlung, Entwicklung konzentrieren. Und aber auch unsere dörflichen Gemeinden, auch für die gilt Eigenentwicklung verdoppelt. Also es ist eine gute Struktur, die natürlich auch dazu da ist, mit den entsprechenden Mobilitätsangeboten, mit der Gewerbeansiedlung ist nicht begrenzt an keiner Stelle, dafür zu sorgen, dass wir Ansiedlungen machen, dass wir Arbeit in der Region haben, dass sich unsere Städte gut entwickeln und dass natürlich auch sich die Landwirtschaft gut entwickelt. Ich glaube, so schlecht sind wir nicht in Brandenburg. Wir haben 10-12% Ökolandbau. Da sind wir, glaube ich, ziemlich weit oben in der Statistik der Bundesländer. Dass es da immer noch ganz gut mehr geben kann, will ich ja gar nicht verhehlen. Aber erstmal sind wir da zumindest auf einem guten Weg. Und ich denke auch da, Zusammenarbeit noch weiter zu befördern. Wir haben Kulturlandschaften als Thema im Landesentwicklungsplan. Wir wollen den Freiraumverbund halten, ist eine gute Basis erstmal für die Fachplanung, um ein ordentliches Konzept auch draus zu machen. Mhm. Katrin Lomscher. Ja, ich will anknüpfen an dem Stichwort Freiraumverbund. Also wenn es Achsen gibt, dann gibt es natürlich Zwischenräume. Und die Zwischenräume sind jetzt nicht nur Zwischenräume, sondern die sind natürlich Lebensräume, die sind Naturräume, die sind auch Wirtschaftsräume, die sind Erholungsräume. Und damit sich diese Strukturen mit den Regionalparken und den Naturräumen besser entwickeln können, haben wir uns im Sommer getroffen und für die Regionalparks einen Dachverband gebildet, den auch ausgestattet mit Infrastruktur, damit dort eben mehr passieren kann. Ich glaube, dass es
ganz wichtig ist, dass man sozusagen auch diese Räume genauso betrachtet und eben nicht nur als Zwischenräume. Und als letztes will ich gerne sagen, wenn es gelingt, diese Philosophie dieses Plans, dass man eben die Städte als Anker im Raum entwickelt, dann entwickeln natürlich auch diese kleinen, stabilisierten, ländlichen Städte entwickeln natürlich eine Ausstrahlungsfunktion für ihre jeweiligen Regionen, weil es ist doch übersichtlich, warum entleeren sich Regionen und warum haben wir diesen Trend in die großen Städte, weil natürlich vieles, was man zum Leben braucht, schlicht und ergreifend auf dem Land rar wird. Ne? Und alles, was wir dagegen tun können, ne? Alles, was wir tun können, um bestimmte Ansprüche an normales menschliches Leben, ne? Und das ist Mobilität und das ist sozusagen bezahlbares Wohnen, das ist ein Arbeitsplatz, das sind Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, das ist Gesundheitsversorgung und so weiter. Solche Dinge zu ermöglichen, dafür brauche ich eine stabile Raumstruktur. Dankeschön. Ich gehe mal hier rüber zu Ihnen und bitte Sie um Ihre Frage. So. Ja, mein Name ist Bona. Ich bin auf verschiedenen Ebenen mit dem Thema verwandt, also als Vertreter der Fahrgastverbände, als Mitarbeiter der zuständigen Verwaltung und auch als kommunaler Abgeordneter im Landkreis Barnim. Das Thema Mobilität wird immer wieder aufgegriffen. Das letzte gemeinsame Mobilitätskonzept zwischen Berlin und Brandenburg ist aus dem Jahre 1994, 30. November. Wir feiern jetzt sozusagen den Jahrestag. Seitdem hat sich eigentlich nichts entwickelt. Es gibt kein gemeinsames Mobilitätskonzept Berlin-Brandenburg. Brandenburg macht seinen Landesnahverkehrsplan, Berlin ein Jahr später. Wir sind der Meinung, man müsste für die Verbindung beider Nahverkehrspläne ein gemeinsames Ländernahverkehrskonzept für den ABC-Bereich erarbeiten. Erst dann werden die Defizite, die sich immer wieder zeigen, aufgeklärt werden. Die Zusammenarbeit hat sich verbessert, zweifelsohne. Aber ich glaube, immer nur Willensbekundung zu machen, ja, wir arbeiten gut zusammen, nur ein gemeinsames ABC-Konzept kann hier Abhilfe schaffen. Ich erlebe Frau Lomscher, wie sie in der Veranstaltung Blankenburger Süden plus 20.000 Einwohner fordert ein Konzept bis Bernau. Ich erlebe Frau Schneider in der Anhörung im Verkehrsausschuss, dass alles wunderbar ist, aber die Realität sieht leider ganz anders aus. Die Züge sind voll, die Leute werden reingepresst, geschweige denn von einer Verkehrswende. Da sind wir weit davon entfernt. Und okay. Auch, gut. Ja, wir, also, ich will gern die Zeit für die Antwort, das kommt ja auf viel Zustimmung, aber vielleicht können Sie dazu was sagen und dann gibt es ja nachher aber auch eine Arbeitsgruppe, die sich nochmal vertieft mit dem Thema Mobilität auseinandersetzt. Die hat bestimmt gut zu tun, die Arbeitsgruppe. Also Herr Bona, Sie wissen, dass ich kenne das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, sagen Sie jedes Mal. Nein, 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 ich will kein gemeinsames Konzept nur für den ABC-Bereich. Nein, das will ich ausdrücklich nicht. Und das traue ich mir hier sogar zu sagen, weil das greift viel zu kurz. Das greift viel zu kurz. Ein gemeinsames ABC-Konzept würde völlig negieren, dass wir hier einen gemeinsamen Blick haben müssen auf die Fernverkehre, auf die Regionalverkehre und dann zum Schluss auf die S-Bahn. Es geht nicht, dass wir nur über ABC reden. Das geht überhaupt nicht und das will ich auch nicht. Was wir haben und was wir gar nicht hoch genug schätzen können, der Kollege, wo ist er hin? Der wird ja nachher auch noch hier zu Ehren kommen. Das ist der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Wir sind hier absolut zu beneiden. Andere beneiden uns darum. Wir haben für zwei Länder einen Verkehrsverbund. Ein Tarif, ein Verbund. Das gibt es in Deutschland nicht. Das gibt es in Europa nicht. Alleine Sachsen hat 5 Verkehrsverbünde. Wie viel hat Nordrhein-Westfalen? Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls sind dieser Vorteil, einen Verbund zu haben für Berlin und Brandenburg, das haben wir seit 95, 96. Und das ist doch ein gemeinsames Konzept. Wir haben einen Verbund, das ist unsere Regieebene, die natürlich auch für uns arbeitet. Und dass wir vielleicht mal sagen, okay, das eine Mobilitätskonzept kommt in diesem Jahr, das andere da, das hält uns doch nicht davon ab, diese Konzepte abzustimmen. Wir sind gerade dabei,
eine große Ausschreibung auf die Zielgerade zu bringen. Das ist das sogenannte Netz Elbe-Spree. Das wird noch in diesem Jahr, Anfang nächsten Jahres, dann den Zuschlag erhalten. Da werden wir 5 Millionen mehr Zugkilometer bestellen oder haben das schon bestellt. Berlin-Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt zusammen. Wir haben einen Landesnahverkehrsplan gemacht, der die Weichen stellt für 10 Millionen mehr Zugkilometer. Das ist ein Drittel, fast ein Drittel unserer jetzigen Leistung. Das ist alles in Abstimmung passiert. Das ist der richtige Weg. Was wir merken, da sind auch die S-Bahn-Verlängerungen mit dabei. Was wir merken, ist, dass wir überall und immer wieder an die Grenzen der Infrastruktur stoßen. Und das ist das, was Katrin Lomscher vorhin gesagt hat. Wir haben über die Jahre, und da stoßen wir auch immer wieder, Stichwort Berlin-Stettin, beim Bund und bei der Bahn an die entsprechenden Mauern, die da sind. Wir definieren die Planung, die Prognose nicht von der Entwicklung her, sondern von einem imaginären Stand einer Wirtschaftlichkeitsberechnung, die sehr von dem Jetzt und Hier ausgeht. Und das ist das, was uns da das Leben schwer macht. Wir haben großes Glück, dass wir das Pilzkonzept, also diese Geschichte mit dem Nord-Süd-Tunnel, sonst wären wir alle schon ganz tot, was ÖPNV angeht, dass wir das geschafft haben damals in den 90er Jahren, das ist eine wichtige Geschichte. Und jetzt arbeiten wir zusammen in unserem schönen Projekt I2030, I steht für Infrastruktur 2030, für den Zeitraum, auf den wir gucken, mit Berlin, mit Regine Günther und der Bahn, genau an diesen 8 Korridoren in Arbeitsgruppen zusammen, um diese Infrastruktur aufgeweidet zu kriegen. Ich bin sehr froh darüber. Wir bezahlen die Planung, Berlin und Brandenburg, ne? Weil die Bahn können wir noch 10 Jahre damit diskutieren, ob das jetzt nötig ist oder nicht. Wir bezahlen jetzt die Planung zusammen, Leistungsphase 0 bis 1 ist klar, und versuchen, diese Variantendebatte zu durchbrechen und zu sagen, okay, so soll es werden. Und das ist der richtige Weg. Das wird alles noch sehr lange dauern, weil Infrastrukturplanung bei der Bahn eben sehr lange dauert. Aber es ist gut, dass wir endlich angefangen haben. Na, ich wollte mal, ja, machen Sie. Na, ich wollte mal auf das Jahr 1994 eingehen. Da wissen wir doch sozusagen, was dahinter steckte. Ne? Dem Jahr 1994 folgte das Jahr 1995 mit einer gescheiterten Fusion. Also damals hat man versucht, alles Mögliche auf den Tisch zu legen, um die Leute zu überzeugen, es geht hier irgendwie nur in einem gemeinsamen Bundesland. Das sahen die Leute ganz anders und das sehen die Leute, glaube ich, heute immer noch ganz anders. Das heißt, wir haben uns seitdem auf den Weg gemacht, Kooperationen, da wo sie sinnvoll sind, also nicht nur zu vertiefen, sondern auch verbindlich zu gestalten, gemeinsame Institutionen, gemeinsame Einrichtungen, sowie die Planung. Und ich sage jetzt mal anekdotisch, so schlecht kann der Regionalverkehr nicht sein, wenn die Studierenden der Viadrina Frankfurt oder alle in Berlin wohnen. Es könnte wirklich beiden Städten geholfen sein, wenn sozusagen mehr junge Leute in Frankfurt wohnen und dort blieben und wenn wir sozusagen damit auch ein bisschen den Wohnungsmarkt entspannen könnten. Also ich würde auch ganz gerne noch mal im Blick, also das Thema Verkehr ist ja eben schon angesprochen worden, auch von Katrin Schneider. Das hat einfach bestimmte Vorlaufzeiten und das Gleiche gilt dann auch logischerweise für den Wohnungsbau. Also wenn wir uns heute eben über den Wohnungsbedarf unterhalten, den wir in Wachstumsregionen haben, dann kann man den nicht von jetzt auf gleich schließen. Wir haben immer noch nicht so viel Technik, dass wir die Wohnungen aus dem Drucker bekommen, wie das ja mittlerweile in China der Fall ist. Wir kümmern uns in unserer Branche schon auch darum, aber sie haben einfach noch sehr lange Vorlaufzeiten, die mindestens 3 Jahre, eher 4, 5 Jahre betragen. Und das heißt, wir haben ja nun heute hier keine staatliche Wohnraumlenkung mehr, dass man sagt, die Menschen, die da die Wohnung nicht kriegen, die ziehen jetzt bitte dahin und dorthin, sondern wir haben die Freizügigkeit, jeder kann seine Wohnung letztendlich dort nehmen, wo er hin ziehen möchte, wenn er sie dann da findet. Und wir haben eben zum Beispiel im Land Brandenburg, ich habe das kurz angesprochen, Regionen, wo wir Leerstände haben, die bewegen sich jetzt schon wieder im Bereich 15, 20, 25%. Wo aber auch in den vergangenen Jahren teilweise bis zu 25% der Wohnungen abgerissen worden sind. Aus unseren Mitgliedsunternehmen sind in den letzten 10 Jahren 60.000 Wohnungen abgerissen worden im Land Brandenburg. Und wir können die Immobilien nicht
nicht einfach woanders hinschieben, wo sie gebraucht werden, sondern wir müssen jetzt heute dafür sorgen, dass die verkehrliche Anbindung nach Brandenburg in den Bereichen eben besser wird. Und daran wird, denke ich mal, auch mit Hochdruck gearbeitet, dass dann auch Menschen, die in Berlin den Wohnraum nicht mehr finden, nach Brandenburg ziehen können. Dort ist er günstiger teilweise oder ist überwiegend günstiger sogar als in Berlin. Und in Berlin bemühen wir uns eben darum, eine, sag mal, stärkere Verdichtung eben vorzunehmen. Irgendwo müssen die Menschen ja dann auch wohnen, aber das bedarf auch immer eines entsprechenden planerischen Vorlaufs. Vielen Dank für diese erste Fragerunde. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Fragen. Man sieht, sicherlich wird das Thema gerade der Mobilität, der integrierten Verkehrs- und Siedlungsentwicklung gleich auch in den Gruppen ganz engagiert diskutiert werden. Wir haben hier wieder zwei Plätze frei, wenn noch Fragen sind, bevorzugt allerdings für Damen, für Frauen, bitte. Genau, 100 Jahre. Aber offenbar gibt es erstmal keine weiteren Fragen, dann danke ich Ihnen. Oder habe ich jemanden überlegt? Nein, nur Damen und da. Nee, nein, nein, also ist nicht so, dass unser Programm hier schon beendet ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Runde. Applaus